So, hallo, ich bin wieder Jens und das ist ein ganz neues Video für Optionsstrategien. Und heute geht es mal darum, was eigentlich besser ist, nämlich ob man einfache Strategien handelt oder ob es besser ist, kompliziertere Strategien zu handeln. So, ihr seht, ich bin immer noch im Urlaub hier in der Türkei. Ich zeige euch das mal hier. Also ich sitze gerade hier ganz entspannt auf unserer Terrasse. Da hinten ist das Meer und die Lagune. Also alles ganz toll. Und falls es ein bisschen wackelt, dann liegt das daran, ich habe mein Stativ vergessen. Wie das halt so ist, wenn man in den Urlaub fährt. Und deswegen halte ich das, die Kamera jetzt hier so fest. Also wenn es ein wenig wackelt, dann liegt das an mir. So. Warum komme ich aufs Thema? Und zwar, ich habe in einem, bei uns auf Facebook, in unserer Facebook-Gruppe, die Optionshändler, da ging es um ein Buch und da war ein Kommentar. Und zwar stand da so sinngemäß, dass es ja eigentlich kaum Bücher gibt, also Optionsbücher mit komplizierteren oder nennen wir es mal so anspruchsvolleren Strategien. Und als ich das gelesen habe, musste ich ein wenig schmunzeln. Und natürlich erstmal dem Schreiber recht geben. Es gibt kaum Bücher mit sehr, sehr komplizierten Optionsstrategien. Und ich musste deswegen schmunzeln, weil ich so ein bisschen zurückgedacht habe an das, wie mir es ging, als ich mit dem Optionshandel angefangen habe. Und als ich nämlich angefangen habe, habe ich auch gedacht, dass es umso besser ist, umso komplizierter die Strategie ist, die man handelt. Und deswegen habe ich mir am Anfang wirklich auch alles reingezogen, was es zum Thema Optionshandel zu lesen gab. Also ich habe mir Bücher aus Amerika schicken lassen, ich habe sie teilweise aus Amerika mitgenommen und da waren dann wirklich teilweise sehr, sehr komplizierte Strategien dabei, also so Pyrotaktikes. Wenn mich sowas interessiert, das kann ich gerne mal ein Video darüber machen. Oder auch zum Beispiel so Kalenderspreads, die über mehrere, wo so mehrere Zelte aufgebaut werden. So wie so eine amerikanische Manege sieht das dann aus, wie so ein Zirkus mit mehreren Zelten nebeneinander. Und all diese Dinge. Und am Anfang war ich wahnsinnig fasziniert von all diesen Sachen. Und im Laufe der Zeit bin ich aber immer mehr wieder davon weggekommen und handeln jetzt eigentlich total simple und einfache Strategien. Also ich muss ganz ehrlich sagen, meine Lieblingsstrategie ist ein Strangle. Also einfach oben ein Call verkauft, unten ein Put verkauft. Das ist für mich trotz aller Nachteile, die so ein Strangle hat, die liebste Strategie, weil sie eben sehr, sehr einfach ist. So. Und warum bin ich im Laufe der Zeit auf diese einfache Strategie gekommen oder warum hat sich das bei mir so entwickelt? Und das Ding ist ja einfach, das liegt sicherlich daran, dass wenn man am Anfang, wenn man lernt oder wenn man einsteigt in den Handel, in jegliche Art von Börsenhandel, da glaubt man immer, Börsenhandel kann nur funktionieren, wenn es sehr, sehr speziell ist. Also so dieses KISS-Prinzip, was ich ja sehr predige oder was ich ja sehr, sehr gerne sage, also ihr macht ganz einfache Dinge. Da glauben wir am Anfang, also ich kann das immer nur auch von mir selber sagen, mir ging es am Anfang, ich muss glaube ich immer hier hinschauen, ne? Also ich kann es immer noch von mir selber sagen, man glaubt am Anfang immer, dass das nicht funktionieren kann, sondern man muss doch, wenn man Geld verdienen will, muss man doch mehr machen als die Masse und muss doch irgendwie was Komplizierteres machen, muss doch irgendwie was Spezielles machen, was die meisten nicht machen. Im Laufe der Zeit habe ich aber erkannt, dass es genau das ist, was die meisten machen, nämlich sie versuchen es unnötig kompliziert zu machen. Das heißt, viele können sich gar nicht vorstellen, dass man mit relativ einfachen Dingen an der Börse Geld verdienen kann, sondern viele glauben, sie müssten es wahnsinnig kompliziert machen. Und deswegen ist es gar nicht so, dass dieses KISS-Prinzip, was zwar jeder kennt und jeder sagt, ja, das ist gut, dass es von der Masse angewandt wird. Nein, es wird von den allerwenigsten angewandt. Diejenigen, die, oder nicht alle, aber viele, die ich kenne, die erfolgreich sind, nutzen sehr, sehr simple, einfache Systeme. Das ist jetzt egal, ob es jetzt Optionshandel ist oder irgendetwas anderes, die eigentlich, wenn man sie so hört, recht banal sind. Und natürlich kann man sagen, okay, man kann jede Strategie, die so sehr einfach, sehr banal aufgebaut ist, die kann man verbessern, kann das machen. Im Laufe der Zeit kommt dann aber die Frage, lohnt sich der Aufwand, etwas zu verbessern, etwas zu optimieren für diesen zusätzlichen Ertrag?
Und da muss ich persönlich sagen, ich habe für mich entschieden, dass sich das nicht lohnt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Urlaub, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen. Ja, ne, ich sitze jetzt hier schön Terrasse, da steht ein Laptop. Und wenn ich da jetzt meine Trades hier so mache oder meine Trades überwache, dann ist es einfach so, dass ich da wirklich einfache Dinge machen möchte. Und da will ich jetzt nicht stundenlang davor sitzen, sondern mein Traum als Trader ist es ja, mit möglichst wenig Aufwand viel Ertrag zu erzielen. Und das passt dann einfach nicht zusammen, wenn ich sage, ich habe jetzt hochkomplizierte Strategien, ich muss wahnsinnig viele Dinge berücksichtigen, sondern ich möchte wirklich ganz, ganz einfache Sachen haben. Und deswegen hat sich das bei mir im Laufe der letzten 10 Jahre wahnsinnig geändert, hin oder weg von komplizierten Dingen hin zu sehr, sehr einfachen Dingen, die wirklich banal erscheinen mögen. Und ich muss selber sagen, wenn ich meinen Handel heute betrachte, zu dem, was ich vor 10 Jahren gemacht habe, dann würde man sagen, Gott, ist das primitiv. Es ist aber viel ertragreicher als vor 10 Jahren. Warum? Weil es entspannter ist. Weil ich mir auch über den einzelnen Trade nicht mehr so Gedanken mache. Ich mache mir nicht so sehr die Gedanken, hättest du jetzt hier noch 1% mehr rausholen können oder hättest du hier einen Tag eher oder später einsteigen müssen, hättest du hier ein bisschen besser adjustieren können oder so, sondern ich habe relativ simple Regeln, die kann ich im Schlaf hersagen, die kann ich eben auch mit ganz geringen Mitteln, also ich könnte die selbst mit dem Smartphone hier, könnte ich die im Urlaub durchhandeln und die kann ich immer handeln, wenn ich gerade handeln möchte. Und das ist auch das, wo ich hin will. Also wo ich sage, okay, mit einer gewissen Kontogröße genügt mir ja ein gewisser absoluter Betrag, um gut leben zu können. Glaube ich, das habe ich erreicht. Und jetzt habe ich gar nicht so den Ehrgeiz zu sagen, ich möchte jetzt noch 1% mehr rausholen oder noch eine glattere Equity-Kurve haben, sondern ich akzeptiere mittlerweile einfach die Dinge, die ich tue. Ich weiß, dass die nicht perfekt sind, aber im Verhältnis zu dem Aufwand, den ich betreiben muss, ist es für mich perfekt. Und das geht eben weg von sehr, sehr komplizierten Strategien. Und das heißt natürlich jetzt nicht, dass keiner von euch irgendwelche komplizierten Strategien lernen sollte. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, es ist wichtig, dass man sich am Anfang, wenn man lernt, wenn man so die ersten Jahre Börsenhandel macht, dass man sich mit möglichst vielen Dingen beschäftigt und eben jetzt hier speziell in unserem Fall Optionshandel, dass man da auch mal etwas kompliziertere Dinge sich anschaut und diese komplizierteren Strategien, dass man die lernt, also dass man sich mit Kalenderspreads beschäftigt, dass man sich mit Butterflies beschäftigt, mit all diesen Dingen. Und es kann ja durchaus sein, dass man dann sagt, okay, genau das ist meins, das kann ich machen. Aber von was ich bei den meisten festgestellt habe, ist, dass sie dann am Anfang mit ganz simplen Dingen starten. Das führt zu Erfolg. Das ist auch der Grund, warum sie dabei bleiben. Und dann irgendwann wird es ein bisschen komplizierter. Das führt dann nicht immer unbedingt zu einer Verbesserung der Trading-Ergebnisse. Manchmal wird es dann sogar schlechter. Aber der Lerneffekt ist natürlich phänomenal. Das heißt, diese Phase, dieses nennen wir mal, das dann wie so ein Plateau eigentlich ist, das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Und irgendwann wird man dann für sich, glaube ich, eine relativ simple Strategie finden. Und ich habe viele Freunde, auch Optionshändler, die wirklich ganz simple Dinge machen und die dann auch mit gewissen Drawdowns leben können, weil sie sagen, jawohl, aber alles andere um diese Drawdowns, die wären sicherlich zu vermeiden. Und vielleicht wäre auch das Ergebnis noch ein bisschen zu verbessern. Aber der Aufwand, den man betreiben muss, auch der mentale Aufwand, den man betreiben muss, der steht in keiner Relation zu diesem etwas besseren Ergebnis. Und deswegen lassen Sie es weg. Und deswegen probiert es einfach mal für euch auf. Hinterfragt mal euch, ob ihr wirklich mit so simplen Dingen leben könnt oder ob ihr für euch persönlich sagt, da ist natürlich jeder ein bisschen anders. Der eine geht mehr akademisch an die Sache ran, der andere ist dann eher so praktisch wie ich veranlagt und sagt, ich will es möglichst einfach haben. Und deswegen probiert das einfach mal aus, was für euch funktioniert. Und ihr könnt es mir ja auch mal in die Kommentare schreiben oder eben bei uns auch in die Facebook-Gruppe, die heißt die Optionshändler. Und dann schreibt mir mal, was ihr für Strategien so anwendet. Und ich merke es zum Beispiel im Coaching aus den Rückmeldungen, dass da zeigen wir auch 4, 5 verschiedene Strategien. Und am Ende kommt raus, dass die meisten sich ein, zwei Strategien auswählen und bei diesen ein, zwei Strategien bleiben. Und das ist doch eigentlich das, wo ich als Trader hin will. Also für mich ist das ja, ne, das ist Optimum. So hier am Strand sitzen oder beziehungsweise in der Nähe vom Meer sitzen,
Laptop dabei, keine, nicht wie bei mir im Handelsbüro jetzt zu Hause hier 20 Bildschirme, sondern hier mit einem Laptop handeln, einen guten Ertrag erzielen, gut davon leben können, Füße hochlegen, am Tag eine Stunde hinschauen und das war's dann. Okay, so, das war's für jetzt für dieses Video. Wir sehen uns wieder im nächsten, weil es so schön entspannt ist. Ich glaube, ich mache ja noch ein paar Videos hier im Urlaub. So, muss mir bloß noch was überlegen, wo ich die Kamera hinlege. Also, wir sehen uns dann bestimmt nochmal hier mit solchen Urlaubsvideos. Also, bis bald. Ciao, ciao.